Wir werden garantiert was finden. Es ist wirklich so, wir sind überall, wir haben überall Firmen. Man hat nur aufgepasst, dass man mich blockte, weil man dachte, in der Computerindustrie kommen sie nicht mehr ran, da sind sie so weit zurück. Also die Russen, ne? Und die DDR-Deutschen, sag ich mal so. Da hatten sie kein Interesse in der Elektronik und so, dass ich da weiterentwickle. Ich bin super Elektroniker gewesen. Ich kann das alles noch mit der Hand löten. Ne? Auch heute noch. Muss natürlich heute mehr auf Schaltpläne gucken und so, weil ich habe das alles nicht mehr im Kopf. Vielleicht auch, weil ich noch zu doll geschädigt bin, zu betäubt bin, vielleicht kommt da noch was. Aber kannst du jederzeit in Büchern gucken und versteh das. Ne? Also Computerindustrie, was weiß ich hier, Chiphersteller oder so. Bonden und so. Das habe ich alles abgucken müssen und das hat der Genosse Erich Honecker denn da alles gemacht, diese ganzen Chips, das ist alles meins. Kein Wunder, dass die DDR da weiter war als die Russen, also die Sowjetunion war. Ich konnte dann in Deutsch richtig abgucken, ne? Und in Englisch und alles andere und dann haben sie es lieber in der DDR aufgebaut. Weil da habe ich mich immer gewundert, dass die Russen einfach nicht mehr nachziehen, nicht so weit sind, also die Sowjetunion damals. Tja. Sie haben das lieber entschieden, dass sie es lieber hier machen. Weil ich hatte da wohl gute Literatur. Auch in Deutschland war ja ziemlich weit alles, über Siemens und alles. Und weiß jetzt gar nicht, wie die alle hießen. Und wie hießen denn die ersten Computerhersteller, auch Deutsche? Muss ich passen, weiß ich jetzt im Moment nicht aus dem Kopf. Und deshalb hat man wohl entschieden, dass ich es denn da mache und dann direkt aus dem Deutschen raus war. Und wohl im englischen Sprachraum da nicht so rankam, die schotteten sich mehr ab. Die Deutschen, die haben wohl immer einen kleinen. Da kann man immer leicht spionieren. Sehe ich heute jedenfalls auch so. Würde ich denn bestätigen. So, auch da können wir natürlich was erreichen. Da könnte ich auch noch was machen. Und auf jeden Fall denke ich sowieso daran, wir wollen uns ja auch östlich erweitern, weil da gehören uns ja auch Schlösser und Herrenhäuser und so weiter, alles im Osten. Das haben wir, was weiß ich, über viel, viel Ecken geerbt, ne? Was die Kommunisten dort geraubt haben. Und den ganzen Adel da ausgeraubt. Und wir gehören ja als Obodriden oder Apodriden sowieso zu den Slawen, wenn ich das jetzt richtig sage, ne? Also zu den slawischen Raum und sind dann eben eher mit den Russen, Mongolen und alles da, ne? Also mit Osteuropa verwandt gewesen. Dann sind das selbstverständlich auch unsere Schlösser. Und ich denke auch daran, denn von führenden Handyherstellern und so erstmal Patente zu übernehmen. Oder auch eine alte Fabrik, die die dann aufgebaut haben, ne? So wie das S2 in ein, zwei Jahren, damit man dann erstmal, also von Samsung meine ich jetzt, ein Beispiel, damit man dann erstmal da Handys kriegt. Preiswerte, schöne Handys. Und auch preiswerte Computer kriegt, damit man erstmal rankommt. Also an sowas denke ich auch, da wäre ich auch interessiert. So, und ansonsten wollen Sie mich als Unternehmer nehmen. Wäre schön, wenn Sie uns als freier Mitarbeiter nehmen. Wäre schön, wenn Sie uns ein Haus zur Verfügung stellen würden, erstmal verpflegen würden, ne? Wenn wir ein Gehalt kriegen. Wir nehmen, was Sie uns geben, ne? Sie sollten uns richtig bezahlen können. Und dann machen wir 50-50. Also 50%, 50%, was Ihr Unternehmen angeht. Und dann forschen wir auch nebenbei privat weiter. Und dann bauen wir uns selbstverständlich auch weiter was auf. So maximal möchte ich auch nur 3 Jahre haben. Erstmal. Weil und alles andere dann mit Handschlag erweitern, weil es ist mir nicht so, weil das sieht so aus, die Menschen werden dann arrogant, größenwahnsinnig und neidisch auf unser Können, wenn sie dann begreifen, was sie wirklich können. So, da bin ich mir zu schade zu. Man bringt uns Respekt entgegen, weil wir Leistung bringen, weil wir absolute Leistung bringen. Ne? Und das finde ich ein bisschen sehr merkwürdig, dass hier alles denn aufdrängt und meint, uns irgendwas mitteilen zu müssen, was mich gar nicht interessiert. Wir haben das gerade wieder, wenn Sie das hören, dieser dumme Bengel, der mich da mal wieder geschlagen hat, was der mir da einreden will, was ich machen soll. Also sowas mag ich gar nicht. Ne?
Und meistens habe ich es immer erlebt, wenn ich irgendwo war. Dann wurden sie neidisch und so weiter und so fort. So, und dann breche ich lieber Arbeitsverhältnisse sofort ab. Weil mir braucht keiner was zu sagen. Ich sehe das. Und deshalb ist es auch im Ausland kein Problem. Weil wir haben ja auch unsere Freunde, die wir gar nicht verstanden haben, haben wir genau richtig getippt, haben wir genau richtig gelegen alles, weil wir sehen das. Und so war es immer so. Mir konnte auch keiner was in Deutsch erklären oder Russisch oder irgendwie. Weil sie haben viel zu wenig Ahnung, was sie sehen und was sie machen. Und wir sehen mehr und wir wissen einfach mehr. Und das ist hier undiskutabel, was man uns hier weiter bietet und uns hier so hängen lässt. Und wir würden uns freuen, wenn uns ein Land rausholt. Jetzt weiß ich wieder, Einwanderungsbehörde, ne? Ja. Also dann signalisieren sie uns eindeutig, dass wir uns denn da bewerben sollen und dass sie uns denn da aufnehmen würden. Wenn wir natürlich passen würden. Ne? So, und wenn wir irgendwas lügen sollten, Briefmarke auf dem Hintern und wieder zurückschicken nach Deutschland. Weil, das möchte ich nochmal sagen, warum soll ich so einen Unsinn erzählen? Nun hoffen wir, dass uns nicht zu doll vergiften, dass wir so lange kränkeln. Aber wir brauchen wohl 1, 2 Monate, bis sich unsere Hirne noch besser regeneriert haben. So körperlich werden wir wohl 1, 2 Jahre brauchen, vielleicht auch 3 Jahre, bis das wieder ein bisschen besser wird. Auf jeden Fall werden wir ganz schlank werden, weil wir eigentlich so sind. So, und wir werden mit Drogen vergiftet und so, sind nur körperlich abhängig, nicht geistig und so. Es ist ein Horror, jeden Tag zu wissen, dass man nachts sein Heroinchen kriegt und alles andere. Und dann dieses Herzgift-Taxin. So, und wie wir das alles selbst rausgekriegt haben, wie wir von gar nichts, weil wir total isoliert waren, das hier alles rausgekriegt haben und aufgedeckt haben und immer besser wurden, das sollte Ihnen doch zu denken geben. Das ist für mich ganz neu gewesen alles, ne? Wie wir uns verhalten in Stresssituationen und in allen anderen Sachen, ne? Weil das Problem, ich muss hier leider ein bisschen deutlicher werden, ne? Weil sie hört nicht auf hier. So, und ich musste auch zu Bouffier und alle anderen Penner ein bisschen deutlich werden, weil das lasse ich mir nicht gefallen, weil ich kann morgen tot sein und die sind immer noch die Helden. Und jetzt weiß das Volk, was das für Penner sind. Und dass die absolut nichts können. Und das ist wichtig. Dann können sie sich nämlich selbst, das können sie mal wieder alles ein bisschen neu einwägen. Und ein bisschen ausbalancieren. Weil das ist ja so, man denkt, Wunder, wie gebildet die sind und was die da alles können. Dem ist nicht so. Das ist so traurig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.